Was geht ab, meine kleinen Wölkchen? Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition. Heute wollen wir mal ein kleines bisschen mal erzählen, was denn so gestern auf der Minecon passiert ist, denn ich habe eigentlich recht geile News für euch, also News nicht in dem Sinne, großteils von euch, denke ich mal, die den Stream gestern geguckt haben. Warum läuft denn das seit Wochen hier immer noch durch? Gut, ich bin ja nicht in der Nähe gewesen. Ich bin auch gerade noch auf meinem alten Realm, der bald geschlossen wird, weil... Ist ja bald, ne? Spätestens 18. Oktober wird es denn soweit sein, dass sich vieles ändert. Ich fahre mal ganz kurz mit der Lore ein Stück hier. Es wird nicht nur dieses Boss-Update da sein. Zumindest heute, ich erzähle es mal so ein bisschen anders, heute auf der Microsoft-Seite war das Datum gewesen, also steht zumindest das Datum da, wann das Boss-Update, also die 0.16, komplett fertig sein wird. Da stand nämlich 18. Oktober. Und dazu, das ist nicht das Einzige, was jetzt dazu läuft, denn es werden nicht nur, warum ist hier alles kaputt, die Add-ons allgemein dazu kommen, sondern, das habe ich alles verraten, scheiße, es werden nicht nur die Bosse dazu kommen, sondern auch Add-ons. Also es heißt, so in dem Dreh, Mods. Also offizielle Mods, man kann... Einige Spieldateien verändern, zum Beispiel, ich kann euch ja mal was einblenden, was gestern da so gelaufen ist. So what goes into making an add-on? Like at E3, like Lydia and I stood on stage and talked about like how to remix villages and transform them and how to change the iron golem into whatever we wanted to. But we're giving you the power now to redefine anything in the game, like make your own model, define your own texture sheet. But most importantly is take the script that makes up what a creeper really does and then go in and just start fudging with it. Like here, like we just change his explosion radius, shove it into his brain again. I wish it was that easy. So come to our panel that we are doing here and we're going to show you how like to solve your hunger in your game with multiplying rabbits. Lots and lots of rabbits. We're going to show you how to like solve your like breakthrough mountain with like 50-foot sporty creepers. Teach a chicken how to get saddled up. There's nothing quite like exploring your world in a chicken. Majestic. And last but not least, like strip mining and bacon making, like in one big go. So come to our panel or come by the booth, and we have both VR in display and we have add-ons on display. So, da habt ihr es gesehen, auf kleinen Hühnchen reiten, explodierende Schweine und Riesen-Creeper. Das ist ja nur. Ja, das wirst du nachher sehen. So, es war ja nicht das Einzige, was da alles gezeigt wurde. Es war eigentlich eine ganze Menge. Manches wurde auch noch nebenbei so gezeigt, was nicht im Livestream drin war. Weiß man aber nicht, ob man das so einfach zeigen darf oder nicht. Auf jeden Fall, ich habe euch das mal gezeigt aus dem Livestream und fand das eigentlich auch recht geil. Zumindest mal, stell dir mal vor, wir haben jetzt nicht nur den Wither hier, sondern wir können uns richtig Bosse selber erschaffen. Oder zumindest das eigene Spielmodi. Da oben scheint irgendwas kaputt zu sein. Eigene Spielmodi in dem Sinne, wir können uns eigene Charaktere erschaffen. Wir können alles. Ich nenne das mal so. Jeder von euch kennt bestimmt Minecraft Freedom. Und stellt euch das mal vor. Wir können sowas, also nicht nachgemacht, wir können sowas hier in der Pocket Edition oder Windows 10 Edition voranführen, dass wir sowas zum Beispiel machen können. Aber es steckt da alles noch in den Kinderschuhen, denke ich mal. Es sind ja bloß großteils Veränderungen im System alleine. Zum Beispiel Creeper, da kannst du, oder bei allen möglichen Viechern kannst du zum Beispiel die Stärke verändern und sowas alles, wie sie es auch im Video gezeigt haben. Man kann ja eigentlich so viel geiles Zeug machen. Wie gesagt, 18. Oktober soll es denn an den Start gehen und ich freue mich eigentlich schon tierisch drauf. Soll es eigentlich mal so ein kleines Update-Video für euch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran, ne? Also zumindest infotechnisch. Und wir sehen uns denn, ja, in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht, denke mal 0.16 wird wieder der große Start vom neuen Realm sein.
Hier großteils machen wir auch kaum noch was. Die meisten haben sich schon verabschiedet, die sind auch schon raus. Wir haben jetzt nur noch die leere Hülle. Ab und zu wurscheln hier noch ein paar rum. Die bauen noch ein bisschen. Finde ich auch geil. Da kannst du mal gucken. Ah, wer hat dann auch noch Interesse von den alten Leuten dabei? Und ja, gut. Dann soll es das für die Infos für euch gewesen sein. Ich danke euch vielmals fürs Reinschauen. Ein Like würde mir weiterhelfen. Und das heißt auch, dass die Informationen bei euch angekommen sind. Gut, dann danke nochmal. Ich verabscheue mich. Ciao.